So viel steht fest, der Sommer 2018 war bisher anormal warm. Jetzt sagt eine neue Klimaprognose voraus, dass es auch in den nächsten 4 Jahren solche Hitzeextreme geben wird, und zwar gehäuft. Denn zur globalen Klimaerwärmung kommt eine natürliche Klimaschwankung dazu, die dazu führen könnte, dass sich die Erde in den nächsten 5 Jahren noch stärker erwärmen wird als bisher vorausgesagt. Wie das internationale Forschungsteam auf diese Prognose kommt und was wir wirklich in den kommenden Jahren zu erwarten haben, das alles und noch viel mehr jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Die Erde wird immer wärmer, dieser Trend ist klar. Ebenso klar ist, dass wir Menschen einen Großteil dazu beitragen. Denn durch unsere CO2-Emissionen heizen wir dem Klimawandel so richtig ein. Fast jedes Jahr werden neue Klimarekorde erreicht und Wetterextreme wie Dürren und Starkregen häufen sich. Die Hitzewelle in diesem Sommer ist auch ein Beispiel dafür. Wir hatten darüber berichtet. Aber Forschungsteams weltweit sind sich auch einig darüber, dass nicht alle Veränderungen des Klimas auf uns Menschen zurückzuführen sind. Denn das Klimasystem der Erde ist extrem komplex und immer wieder mal treten natürliche Schwankungen auf. Das Wetterphänomen El Niño ist ein Beispiel dafür, aber es gibt noch zahlreiche weitere, die wir mit unseren Klimamodellen nur schlecht vorhersagen bzw. überhaupt erfassen können. Genau dieses Problem ist ein internationales Forschungsteam aus Frankreich und Großbritannien jetzt angegangen. Sie haben ein neues statistisches Modell entwickelt, das genau solche Schwankungen vorhersagen soll. Das Besondere dabei ist, das Modell ist lernfähig, anders als Klimasimulationen, die wir bislang kennen. Als Datengrundlage wurden die Veränderungen der globalen Mitteltemperaturen und der Meeresoberfläche vom 20. und dem beginnenden 21. Jahrhundert zugrunde gelegt. Hinzu kamen die Daten aus 10 verschiedenen Klimasimulationen. Das Modell namens ProCast suchte in diesem Datenwust gezielt nach Klimadaten, die der aktuellen Situation ähneln. Daraus ermittelte es die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Klimaentwicklung. Von dem Ergebnis war das Forschungsteam selbst äußerst überrascht, denn zur Probe hatten sie es zunächst einmal eine Prognose für die Vergangenheit erstellen lassen, nämlich für die Entwicklung des Klimas in den letzten 20 Jahren. Und das Modell präsentierte sich als äußerst treffsicher und bildete die jüngste Klimaentwicklung sehr gut ab. Das Ziel des Forschungsteams aber war es, Klimaschwankungen zu prognostizieren, zu vorauszusagen, die in den nächsten 1 bis 5 Jahren stattfinden werden. Zudem sollten auch deren Schwankungen auf das Klima im Großen und Ganzen vorhersagbar gemacht werden. Dazu das Forschungsteam. Die Verlässlichkeit von ProCast für die jährlichen globalen Mitteltemperaturen in Zeitintervallen von 1 bis 5 Jahren ist nahezu perfekt. Und so konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann auch guten Gewissens das neu entwickelte Modell nutzen, um ihre eigentliche Prognose zu erstellen. Die konkrete Grundfrage hier lautete: Wie werden die natürlichen Schwankungen, die globalen Mitteltemperaturen und die Meeresoberflächentemperatur von 2018 bis 2027 beeinflussen? Und das Ergebnis ist eindeutig. Kurz gesagt, wird es demnach noch bis 2022 eine Warmzeit geben. Konkret wird bis dahin ein natürlicher Klimatrend die menschengemachte Erderwärmung verstärken. Das Forschungsteam vermutet einen noch stärkeren Temperaturanstieg, als es die Klimamodelle bislang vorhergesagt haben. Die Mitteltemperatur wird schon bis 2019 zusätzlich um 0,03 Grad ansteigen und die Meerestemperaturen um 0,07 Grad, so das Ergebnis des Modells. Dazu das Forschungsteam. Die kommende Warmperiode ist zudem mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für besonders hohe bis extreme Temperaturen verbunden. Die Wahrscheinlichkeit für sogenannte marine Hitzewellen sei bis zum Jahr 2022 sogar um bis zu 400% höher. Das sind Hitzeschübe in den Welten, die schon bei einem Anstieg von wenigen Graden für einige Bewohner wie etwa Korallen oder Seetang tödlich sein können. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, auch extra Videos und Livestreams nicht, dann werdet Mitglied hier auf dem Kanal und nehmt auch noch ein paar Privilegien mit. Außerdem unterstützt ihr uns mit einem kleinen Betrag. Einfach auf Mitglied werden klicken, direkt hier unter dem Video. Einen Riesendank an alle, die schon Mitglied geworden sind. Das macht uns etwas unabhängiger von den schwankenden Werbeeinnahmen. Wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social Media abonnieren. Dafür hier klicken, aber nicht die. Genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken: Hitze und Klimawandel, Heißzeit bedroht Erde. Bis dann. Bleibt dran.